Hallo und herzlich willkommen zu Bike Ergonomics. Verspannter Nacken, schmerzende Knie, Rückenbeschwerden, eingeschlafene Hände, brennende Füße. Viele von euch kennen das leider nur zu gut. Wir zeigen euch heute, wie ihr solche Probleme vermeiden könnt. Beschwerden beim Radfahren betreffen fast jeden. Damit ihr möglichst komfortabel auf eurem Fahrrad unterwegs seid, zeigt uns eure Expertin heute im Studio einige sehr effektive und vor allem einfache Übungen. Ja, Hedda zu Pudlitz ist Physiotherapeutin und Osteopathin mit eigener Praxis in Koblenz und kennt außerdem als ehemalige Profi-Mountainbikerin, mehrfache deutsche Meisterin und Olympiateilnehmerin in Sydney 2000. Ja, die Leiden eines Radfahrers sehr, sehr gut. Hallo Hedda, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, dir zur Seite Dr. Kim Tufaute, einer der kompetentesten Experten für Fahrradergonomie und Bikefitting und auch ehemaliger Spitzensportler, unter anderem Vize-Weltmeister über 24 Stunden im Mountainbike-Team. Hallo Kim, auch ich grüße dich auch. Hallo, hallo zusammen. Ja, Hedda, gehen wir gleich mal rein. Warum haben Radfahrer so viele Beschwerden? Ja, ich denke, es liegt einfach daran, dass beim Radfahren doch relativ große Muskelgruppen aktiviert werden, wie hauptsächlich die Oberschenkelmuskulatur. Und andere Muskelgruppen sind immer noch wieder passiv. Nackenmuskulatur, Armmuskulatur muss zwar Haltearbeit leisten, aber hat keine Be- und Entlastung. Die Füße, wo man Druck ausübt, ich denke, das wird das Hauptproblem sein. Ja, Beschwerden beim Radfahren ist das eine. Das andere sind die Belastungen des Alltags allgemein. Ja, Volker, da hast du genau recht. Ich meine, wir sitzen heute den ganzen Tag im Auto, im Büro. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir uns bewegen und dass wir auch die Muskeln, die abgeschwächt sind, dass wir die kräftigen und auch entsprechend behandeln. Und ja, da werden wir heute rangehen. Ja, wie kann man das ändern? Was kannst du zum Beispiel empfehlen, Kim? Ich meine, auf der einen Seite, man sollte natürlich schauen, dass auch auf dem Rad die Einstellungen richtig passen. Aber Volker, darüber haben wir ja schon einige Episoden gemacht. Da könnt ihr einfach mal schauen, das, was euch interessiert. Ja, die Einstellung des Fahrrades sind ja eine eher passive Angelegenheit jetzt für mich. Ein bisschen komplizierter wird es dann, wenn ich selbst dran muss an den eigenen Körper mit Übungen. Ja, ich denke, deswegen sind wir hier. Wir sollten einfach mal ein paar Sachen zeigen. Wir fangen mit dem unteren Rücken an, mit der Lendenwirbelsäule. Kim, wollen wir mal starten? Findest du gut? Ja, ich habe da auch häufiger Probleme und das geht ja wirklich allen so. Okay, dann stell dich mal ein bisschen weiter vor. Stellt sich hüftbreit hin. Die Knie sind ein bisschen angewinkelt, das ist wichtig, weil die Muskulatur häufig verkürzt ist. Der Drehpunkt ist die Hüfte. Du gehst jetzt mit dem Oberkörper nach vorne, ganz gerade, der Rücken ist ganz gerade, nicht krumm, noch weiter nach vorne. Die Arme gehen seitlich an den Körper, gehst ein bisschen weiter runter. Die Halswirbelsäule ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir halten einfach ein paar Sekunden, halten, damit der untere Bereich gekräftigt wird. Und dann kommst du langsam wieder hoch, richtest dich wieder auf, lässt für einen kurzen Moment locker. Ja. Und dann machen wir es nochmal. Leicht die Knie anwinkeln, Becken kippen. Drehpunkt ist die Hüfte. Leicht nach vorne gehen. So sollte es aussehen, so ist perfekt. Wir zeigen auch mal, wie es nicht aussehen sollte. Ziehst du mal den Kopf nach oben. Nicht so, sondern die Wirbelsäule ist in Verlängerung, eine Linie, ja, und einfach nochmal hier rund machen. Das sollte auch nicht sein, nicht rund in der Brustwirbelsäule, sondern gerade. Und dann richtest du dich wieder auf, kurz locker lassen, ja. Und in der Pause zwischen den Übungen, beziehungsweise danach, nach dem ersten Satz, gehst du langsam runter und entspannst deine Lendenwirbelsäule, dass das hier aufgedehnt wird. Hintere Beinmuskulatur wird auch ein bisschen gedehnt. Ja, besser wäre es, wenn man eigentlich bis nach unten hinkommen würde. Vielleicht konnte Kim noch ein bisschen weiter runter. Genau, richtig, einfach richtig hängen lassen gegen die Schwerkraft. Und dann kommst du langsam wieder hoch, Wirbel für Wirbel aufrichten. Ja, okay, und das ist schon die erste Übung. Ja, Hedda, also ich habe ja hin und wieder Probleme mit dem Nacken. Hättest du auch da was für mich auf Lager? Ja, ich denke, der Nacken ist das Hauptproblem. Wir sitzen den ganzen Tag, beim Fahrradfahren sitzen wir wieder. Also, ich kann dir einfach mal was zeigen. Gerne. Du drehst dich, ja, bleibst gerade stehen. Hier bist du auch gerade. Drehst den Kopf nach rechts. Erstmal nur die Mobilität. Brauchen wir auch beim Radfahren. Machst ein leichtes Doppelkinn und schiebst den linken Arm entgegengesetzt runter, sodass wir die Dehnung auf der linken Seite haben im Schulter-Nackenbereich. Ja, atme nicht vergessen. Dann richtest du dich wieder auf.
drehst den Kopf zurück in die Mitte, drehst ihn jetzt nach links, sodass die andere Seite mitgedehnt wird. Wieder eine Rotation nach links, gleich das Kinn an die Brust ziehen, da halten und die rechte Seite entgegengesetzt so runterschieben. Ganz wichtig, dass wir hier den Bereich, der soll gedehnt werden. Atmen nicht vergessen, ein paar Sekunden halten und dann langsam die Spannung raus und den Kopf zurück in die Mitte. So, das war der erste Satz und dazwischen ziehst du deine Schultern mal hoch, hochziehen an die Ohren und nach hinten hin kreisen. Atmen, beim Hochziehen einatmen, runterschieben, ausatmen. Und noch einmal, zwei, dreimal und dann wiederholen wir die Übung und dann locker lassen. Okay. Das hat richtig geknirscht. Ja, weil die Halswirbelsäule hat eine ganz enge Verbindung zum Ohren, deswegen hören wir dieses Knirschen und Krepitieren. Ja. Die Bandscheiben verlieren an Elastizität und deswegen entsteht dieses Knirschen, was nicht ganz angenehm ist. Umso wichtiger ist, die Rotation beizubehalten und zu bewegen und zu dehnen. Auch 10-mal jede Seite? Oder? Jede Seite 10-mal, 2 bis 4 Sätze. Und generell, wie oft in der Woche sollte ich solche Übungen machen, damit es so ein bisschen was bringt? Okay. Ja, also wenn ihr das täglich machen könnt und wollt, dann ist das super. Ihr solltet nicht weniger als 2-mal die Woche machen. Ja, es soll ja was bringen. Man sagt ja auch, 1-mal ist kein Mal. Also jeder zweite Tag wäre ganz, ganz klasse. Direkt nach dem Radfahren auch? Ja, ich würde sagen unmittelbar nach dem Radfahren, ja, weil wir beim Radfahren ja auch statisch wieder gesessen haben. Ja, ruhig ein bisschen lockern und ein bisschen dehnen, gerade den Schulternackenbereich. Mhm. Ja. Und gerne wahrscheinlich auch direkt nach Feierabend zu Hause nach dem Bürojob. Ja, das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Man kann nicht zu viel dehnen, auch wenn man eine lange Autofahrt oder Flug hat, dann kann man das super machen. Ja, ich würde sagen, gehen wir etwas tiefer zu den Knien, Füße vielleicht. Ja, wir können ja mit den Knien beziehungsweise weitermachen. Da habe ich eine Übung mit dabei, kennt vielleicht auch schon jeder. Dehnung der oberen Schenkel, der Oberschenkelmuskulatur. Kim geht mal nach vorne, stellt sich auf ein Bein, ja, nimmt das linke Bein, das rechte Bein ist dein Standbein, nimmst das linke Bein nach hinten, ziehst es nach hinten, nimmst deine Hand, fest es an. So. Das gedehnte Bein ist parallel zum Standbein. Ja, wichtig ist, dass das ein Becken ein bisschen gekippt ist, dass du nicht zu sehr im Hohlkreuz bist. Genau. So, und somit wird jetzt der vordere Bereich gedehnt und der Hüftbeuger, der ja auch häufig verkürzt ist vom vielen Sitzen. Ja, auch da wieder halten wir ein paar Sekunden, dann lassen wir es los, lassen locker und wechseln wir die andere Seite. So, jetzt ist der Kim relativ gut gedehnt. Für die Leute, die nicht so gut gedehnt sind, die nehmen einfach ein Handtuch. Kim, mach es einfach mal, zeig es einfach mal. Legst das Handtuch oberhalb vom Sprunggelenk an, ziehst das Bein nach hinten, bleibst wieder auf einem Bein stehen. Ganz genau, auch hier wieder drauf achten, Becken ist gekippt, Oberschenkel ist parallel zum anderen, sodass der vordere Bereich gedehnt wird. Auch wieder hier, ein paar Sekunden halten. Und nach der Dehnung einfach locker lassen, das Bein wieder absetzen und dann wechseln. Jede Seite 10-mal, 2 bis 4 Sätze. Dabei bleiben wir. Also was ich aus eigener Erfahrung kenne, sind brennende Füße, also an den Fußsohlen, so wenn ich länger gefahren bin. Ja, das liegt natürlich, dass der Druck zu sehr auf der Pedal, zu viel Druck auf dem Pedal ausgeübt wird. Und da ist es ganz wichtig, dass unsere Fußmuskulatur gekräftigt wird. Ja. Kannst du mal deinen Schuh ausziehen? Ich gebe dir mal ein kleines Tuch und dann demonstrieren wir das einfach mal. Legt euch einfach ein Tuch oder ein Handtuch oder ein Gästehandtuch einfach auf den Boden und dann probierst du mit dem rechten Fuß in dem Fall einfach mal das Tuch zu greifen und festzuhalten mit den Zehen und einfach in die Luft zu zeigen. Genau, einfach mal halten, auch ein paar Sekunden halten. Haben wir einmal die Kräftigung der Muskulatur und einmal das Standbein wird aktiviert durch den Einbeinstand. Dann wechselst du, stellst dich mal aufs rechte Bein, nimmst den linken Fuß. Jeder hat eine gute und eine schlechte Seite und da wieder halten. Wem das zu schwer fällt, lass es einfach mal los. Der nimmt einfach den Fuß in die Luft und fängt einfach mal an, einfach nur mal die Zehen zu krallen und wieder zu öffnen. Krallen und wieder öffnen. Genau. Und auch nochmal wechseln, andere Seite. Das ist gar nicht so einfach. Es zieht ganz schön vorne da. Ja. Ganz genau, so ist gut. Ja, auch eine sehr schöne Übung. Ja. Die werde ich auch auf jeden Fall mal probieren und das würde ich euch auch empfehlen. Kim, die Hände, Hedda. Ja. Einschlafende Hände, das ist ja auch so ein Thema. Ja, nicht zu vergessen, ja, durch den Druck.
häufig auf die Griffe oder auf den Lenker. Gibt es Probleme? Auch hier sollten wir ein bisschen dehnen. Nimm mal den rechten Arm. Ich zeige dir mal so nach vorne. Der wird gestreckt. Und du nimmst deine rechte Hand und drehst sie nach außen, wie bei der Schwimmbewegung. Und nimmst jetzt die andere Hand und die hilft mit und zieht die Hand nach hinten. Oder drückt sie nach hinten, sodass der obere Bereich, der Strecker, hier gedehnt wird. Ja? Moment halten, darauf achten, dass hier die Nackenmuskulatur unten ist, Kim nicht hochziehen, unten lassen, ja, okay. Locker lassen, nehmen wir die andere Seite, ein bisschen ausschütteln, linke Seite wieder strecken, die Schwimmbewegung, Hand nach außen und die rechte Hand hilft mit und drückt das Handgelenk nach außen. Nacken bleibt unten und auch hier haben wir wieder den vorderen Bereich, der Strecker. Okay, gut. Dann haben wir ja noch den Beuger. Das machen wir auch nochmal. Drehst dich mal so, dass die Zuschauer dich auch sehen können. Arm nach vorne, nach außen drehen, den Unterarm und nimmst die linke Hand mit und ziehst die Handfläche nach hinten. Genau, Daumen bleibt außen. Auch hier, Nackenmuskulatur bleibt unten. Immer dran denken, bei der Dehnung ein- und auszuatmen, auch bei der Armmuskulatur. Locker lassen, entspannen, ausschütteln und die linke Seite. Okay? Nach außen drehen, Daumen dreht sich nach außen, rechte Hand hilft mit, zieht die Hand nach hinten, den Daumen auch. Hier haben wir den Beuger, der dabei gedehnt wird. Okay. Und locker lassen, ausschütteln. Ah ja, das ist schon ganz entspannend, also gerade wenn man hinterher aufschüttelt. Ja. Ja, dann hatten wir jetzt von Kopf bis Fuß so für alles ein bisschen was dabei. Ich denke mal, wenn ich so jetzt mal so überschlage, 15, 20 Minuten insgesamt Zeitaufwand. Ja, sollte reichen. Kann man eigentlich schaffen, ne? So ein 2-3 Mal die Woche, ungefähr so als Faustregel. Ja, ich denke, das sollte einem wichtig genug sein, ja, einfach diese Übung im Anschluss des Trainings einfach mit einzubauen. Ja, ist ein bisschen eine Sache der Motivation. Also ich weiß es von mir und auch von anderen Freunden und Bekannten, dass gerade Männer haben dann ein Problem damit, so die Motivation aufrechtzuerhalten. Da fehlt manchmal dann die Lust. Also vielleicht ein kleiner Tipp von dir, wie kann ich das durchziehen? Ich denke, dass das Dehnen ist genauso wichtig wie das Training als solches. Und man sollte es einfach so hinter die Ohren schreiben, dass das Dehnen genauso wichtig ist wie Essen und Trinken. Ja, das ist sehr gut. Wer das Ganze nochmal unter professioneller Anleitung nachvollziehen möchte, kann heute eine Trainingsstunde inklusive Anamnese in Hedders Praxis in Koblenz gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier bei uns in der Videobeschreibung auf YouTube. Ja, herzlichen Dank euch beiden. Ich denke mal, das ist hoffentlich für viele von euch auch motivierend, einfach mal anzufangen und dran zu bleiben mit den Fitnessübungen. Also, mir hat es viel Spaß gebracht. Ich hoffe, euch auch. Ja, auf jeden Fall. Danke auch an euch, dass ihr heute dabei gewesen seid. Solltet ihr noch Fragen haben an unsere Experten oder vielleicht eure persönlichen Probleme schildern wollen, könnt ihr das gerne tun hier in YouTube, in den Kommentaren oder uns auch gerne eine E-Mail schreiben an info@bikeergonomics.com. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Hoffentlich bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal und bleibt uns treu. Tschüss.